Diese Lunge hat sich nicht nur auf Leinwand, sondern auch in die Herzen vieler Fans eingebrannt. Das Video wurde rund 7 Millionen Mal auf Instagram abgerufen. Auch dieser Clip hat sich wie ein Lauffeuer im Internet ausgebreitet, der brennende Löwenkopf. Hinter den Kunstwerken steckt Dino Tomic. Der in Norwegen lebende Künstler hat sich auf Gunpowder Art spezialisiert, zu Deutsch Schießpulverkunst. Dazu bringt er schwarze Schießpulverkügelchen in Form und zündet sie anschließend an. Das Kunstwerk brennt sich somit in die Leinwand ein. Statt normaler Farbe benutzt man Schießpulver. Das sind Kügelchen, die man einfach aus der Flasche holen kann und die dann überall hinrollen. Ich nutze eine Schere, um sie dann an den richtigen Stellen zu platzieren. Man darf nicht atmen oder den Untergrund zu viel bewegen. Und die Umgebung muss gut sein. Sie darf nicht zu feucht oder nass sein. Viele Faktoren spielen also eine Rolle, damit das überhaupt funktioniert. Und das macht es so besonders. Experimentiert hat Dino Tomic zuvor mit Salz und Zucker. Vor 7 Monaten kam er schließlich auf die Idee, Schießpulver auszuprobieren. Für jedes Werk braucht er zwischen 300 Gramm und 1 Kilo und vor allem viel Konzentration. Denn die Kügelchen dürfen nicht zu nah, aber auch nicht zu weit voneinander entfernt liegen, damit sie richtig abbrennen. Jedes Kügelchen entzündet sich und brennt sich in die Oberfläche. Außerdem produziert es eine bestimmte Menge an Hitze oder Feuer und entzündet dadurch das nächste Kügelchen. Wenn also der Abstand von Kügelchen zu Kügelchen zu groß ist, hört das Feuer auf zu brennen. Dino Tomic lebt und arbeitet in der norwegischen Kleinstadt Notodden, 2 Autostunden von der Hauptstadt Oslo entfernt. Hier betreibt der 29-Jährige auch sein eigenes Tätowierstudio. Direkt nebenan, in einer Schulkantine, hängt mit 2,40 m x 3,60 m sein größtes Werk. Dahinter stecken eine Woche Arbeit und rund 5 Kilo Schießpulver. Es ist das wahrscheinlich größte Mandala, das jemals aus Schießpulver erstellt wurde. Rund 10 Minuten lang soll es gebrannt haben. Wenn man an einem Werk dieser Größe arbeitet, hängt es dabei normalerweise an der Wand. So kann man besser daran arbeiten. Man kann einen Schritt zurückgehen und es aus der Entfernung anschauen. Das geht bei mir aber nicht. Das hier muss am Boden gemacht werden. Man kann nicht einfach zurückgehen und es von dort aus angucken. Man muss sich das Ergebnis vorstellen. Beim Experimentieren hat Dino Tomic ein weiteres pulverartiges Material für sich entdeckt. Sand, der im Dunkeln leuchtet, wie hier bei diesem Bild von Arnold Schwarzenegger in seiner Rolle des Terminator. Das Besondere daran, die erste Schicht zeigt ein Porträt. Sobald das Licht ausgeschaltet wird, leuchtet die feine Sandschicht und ein ganz anderes Motiv wird sichtbar. Somit schafft es Dino Tomic, 2 Bilder in einem zu vereinen. Wie auch hier beim britischen Schauspieler Anthony Hopkins als Hannibal Lecter. Der Sand ist fast nicht sichtbar, nur wenn man das Licht ausschaltet. Ich sehe ihn also auch nicht. Deshalb ist es sehr schwer zu sehen, was ich tatsächlich mache. Ich arbeite ein bisschen, mache das Licht aus, verbessere die Stelle, falls nötig, und mache das Licht wieder an. Jeden Tag stellt Dino Tomic einen neuen Clip ins Netz. Mittlerweile folgen rund 500.000 Fans seinen Kunstexperimenten auf Instagram. Für Dino Tomic geht es nicht nur darum, Menschen seine Kunst zu zeigen. Die Leute erwarten mehr und bessere Dinge von dir. Und das macht aus dir einen besseren Künstler, würde ich sagen. Es fördert mich, kreativ und innovativ zu bleiben. Wenn ich merke, dass sie etwas von mir erwarten, will ich ihre Erwartungen erfüllen und sie sogar übertreffen. Dino Tomic weiß auch schon wie. Er will bald Schießpulver mit Farbe kombinieren, die sich je nach Temperatur ändert.